Du hast darüber geredet, dass dein Mann an Krebs gestorben ist und du nach dem Sinn des Lebens gesucht hast. Und dann, dass ich. Und mit Guido, das ist schon drauf? Ja, das Guido hast du kennengelernt. Erzähl uns einfach, wie du Guido kennengelernt hast. Guido habe ich beim Skilaufen kennengelernt, in Oberstdorf, wo ich damals wohnte, nach dem Tod meines Mannes. Und er hat mir von Schmidt-Rüti erzählt, von Billy erzählt und von den sogenannten UFOs. Ich kannte das bis dahin nur als fliegende Untertassen und habe sie, solche fliegenden Untertassen, in Anführungszeichen, also Raumschiffe, schon früher kennengelernt. Und daher war ich weder erschrocken noch groß interessiert. Meine erste Frage lautete: Warum kommen Sie hierher? Warum beehren Sie unsere Erde, unseren Planeten? Tja, und das andere, das ging dann alles sehr schnell. Ich bin dann zu ihm öfter gefahren, habe viel gelesen, was er hatte schon an Schriften von Billy. Und dann im Mai, Ende April, rief er mich an und fragte, ob ich mitkommen möchte. Er würde wieder nach Schmidt-Rüti fahren, dort würde gefilmt werden. Und so bin ich dann tatsächlich am 30. April mitgefahren. Am 1. Mai lernte ich dann die Crew kennen, die Filmcrew. Das war Lielders und Savadov und wie sie alle hießen, für den Filmkontakt. Wie war diese Begegnung mit dem Billy zum ersten Mal? Die war umwerfend. Es war mir so, als hätte er auch auf mich gewartet und war... Ja, ganz menschlich und natürlich und mit allen Bewohnern des Centers natürlich. Ich hatte das Gefühl, ich bin angekommen an der Quelle des Wissens, der Wahrheit, der Liebe. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre dazu vom ersten Moment und ich bin hier zu Hause. Endlich, nach 10 Jahren der intensiven Suche nach Beantwortung auf die Fragen des Lebens. Was waren das für Fragen? Die Hauptfrage war, hat Jesus gelebt oder war es nur oder ist es nur eine erfundene Figur? Darauf hatte ich bis dahin keine befriedigende Antworten bekommen. Und die zweite vor allen Dingen war, was ist der Tod, nachdem mein Mann gestorben war und ich noch so jung? Vorher hatte ich immer das Gefühl, dieser Frage ausweichen zu müssen, doch hier fand ich durch das Buch Leben und Tod sofort die einzig logischen Wahrheiten, Erklärungen, Erläuterungen. Was waren das für Erläuterungen und Erklärungen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, dass der Tod, erinnern ist gut, dass der Tod nur die andere Seite des Lebens ist. Es ist die andere Tür, auf der Tür der anderen Seite. Das gehört zum Leben, der Tod. Werden und vergehen. Wir sind eingeordnet in die Schöpfungsgesetze, sichtbar in den Naturgesetzen. Und das zu erkennen und das erlernen und erfahren zu dürfen, verdanken wir alle Billy zusammen mit unseren Freunden, den Plejaren. Der erste Zweifel, der vielleicht in dir aufkam oder auch in deiner Umwelt, der einen gewissen Kampf für dich bedeutet hat, kannst du darüber ein bisschen erzählen? Zweifel? Ja, also Kritik, Leute, die gesagt haben, ach, das ist doch alles nur Spinner mit UFOs. Ja, das war sehr gut. Ich habe damals in München, bevor ich dann später in die Schweiz übersiedelte, habe ich auch mit Guido, wir haben Vorträge gehalten. Es heißt hauptsächlich Guido zunächst und später ich auch. Und das stieß auf, nicht nur auf Kritik, vor allen Dingen hatte ich Studenten der Universität München eingeladen, sondern auch auf, wir wurden ausgelacht quasi, wir wurden nicht für voll genommen oder das, was wir sagten, vielmehr. Aber trotzdem, bis heute ist der eine oder andere nach so vielen Jahren doch neugierig geworden und was ich hier mache und was es ist,
Und sie haben sich mir wieder zugewendet. Nachdem sie wirklich feststellen konnten, dass ich ganz normal und real geblieben bin, also es keine Sekte ist, in der ich mich bewege, ganz im Gegensatz zu allem, was sonst so auf der Welt existiert. Und ich hatte ja auch einen harten Lebenskampf, denn ich stand mit meinem Sohn ziemlich alleine da zunächst. Auch seitens meiner Eltern war nicht immer Neutralität angesagt, aber nachdem dann später meine Mutti, mein Vater auch den Billy kennenlernten, er kam uns besuchen in meiner Wohnung unten und sie reichte ihm freundlich den Kaffee und sein Lächeln und seine Liebeschwingung hat sie dann auch bezaubert. Stille Revolution der Wahrheit, was bedeutet das für dich? Bitte? Die stille Revolution der Wahrheit. Was bedeutet die stille das Revolution der Wahrheit? Tja, am liebsten würden wir es natürlich oder möchte man es natürlich laut rausschreien. Aber je lauter jemand schreit, sagt man, desto weniger steckt dahinter. Das ist genau wie mit einem kleinen Moped oder ein kleines Motorrad macht mehr Krach als ein ganz großes, eine 500er BMW oder so etwas. Und insofern sehe ich das so, dass es ganz leise dieses größte Schwert die Waffe ist, die Waffe der Wahrheit ist, die Bücher und die Schriften. Das ist das schärfste Schwert. Und damit nur kann wirklich die Wahrheit auf unserem Planeten Fuß fassen, immer mehr greifen. Das ist meine Auffassung. Wie stellst du dir vor, dass vielleicht die jüngeren Generationen sich damit auseinandersetzen? Also bis jetzt sind es ja alles eigentlich ältere Leute, die davon erzählen und von Billys Lehren schwärmen. Wie siehst du das? Ich sehe das so, wenn man daran denkt, an die Linie, die Letzten werden die Ersten sein. Ich habe es selbst an meinem Sohn erlebt. Er ist 1968 geboren und mit 4, 5 Jahren hat er schon Fragen beantwortet, die meine Eltern noch nicht mal stellen konnten. Das heißt, das Wissen, das heute um unseren Globus gespeichert ist, um die Erde, dass dieses Wissen schon zum großen Teil den Kindern zugute kommt und dass sie schon mit viel mehr Wissen auf die Welt kommen als die Menschen vor 50 oder 100 Jahren. Mit mehr Urwissen. Beziehungsweise, dass das, was versteckt oder verschüttet gegangen ist im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende auch, zum Teil dieses Urwissen, dass das wieder lebendig wird. Und das geht ganz still und leise vor sich, fast unbemerkt. Für die Zukunft, was wünschst du dir, hoffst du dir da für die Menschheit? Nicht nur für die Menschheit, eigentlich, ich bin auch Egoist wie jeder andere. Ich wünsche mir natürlich, dass die Wahrheit so schnell wie möglich unseren Erdenball umrundet und erreicht möglichst viele Menschen. Aber wie das Gesetz der Natur eben ist, positiv und negativ im Ausgleich. Das heißt also, es wird immer wieder Rückschläge geben. Und da ich weiß aus dem Ohm, dass wir zurzeit eigentlich erst den Boden bereiten für die Saat der Wahrheit. Das heißt, wir können jetzt noch gar nicht auf große Erfolge rechnen. Das sollten wir auch gar nicht erwarten. Können wir auch nicht erwarten. Viele Menschen sind enttäuscht, dass das nicht schneller geht und so. Aber es ist wirklich erst die Zeit der Bodenbearbeitung. Und es wird noch einige Zeit dauern. Aber
es wird die Wahrheit die Welt umrunden. Da gibt es ein Sprichwort, eine Weisheit, die sagt, die Lüge hat schon dreimal die Welt umrundet, bevor die Wahrheit sich die Schuhe anziehen kann. Und da liegt sehr viel Wahrheit und Sinn drin. Es ist wirklich so. Das Unkraut schießt, ob es regnet oder nicht regnet. Und das Gute, das braucht eben Pflege, Hege, die richtigen Bedingungen. Und so braucht auch die Wahrheit die richtigen Bedingungen und die Zeit. Super. Michael, you had one more question? That was super. Did you ask if she saw the ships? Hast du jemals Kontakte gesehen oder UFOs gesehen? Kontakte habe ich nicht gesehen, sondern ich hatte einen fast beinahe selbst einen Kontakt, in Anführungszeichen. Und das war hier im Center. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben. Das war nämlich Ptah, den ich gesehen und gehört habe. Was ist da passiert? Gar nichts ist passiert. Es war nachts und ich gehörte nur ein Geräusch und Schritte und bin da, schlief ich noch im Wohnwagen. War ich übers Wochenende mal hier, wieder hier. Und da höre ich Schritte und ich gehe raus, weil ich den Namen Eduard hörte. Und gehe langsam raus und sehe eine große Gestalt, weißhaarig, so im Halbdunkel. Nein, das war eigentlich Mond, der war auf der anderen Rückseite, also ich konnte eigentlich mehr die Silhouette erkennen. Und gleichzeitig empfand ich, ich habe zurückzugehen. Ich habe stehen zu bleiben und zurück in den Wohnwagen zu gehen. Das war wie, wenn ganz langsam jemand einem so die Hand vor die Brust hält und einen so ganz vorsichtig nach hinten schiebt. Und das habe ich dann auch getan. Und ich war ziemlich aufgewühlt. Es war ein herrliches Gefühl. Ich war irgendwie von Glück und Licht und Sonne und weiß ich was erfüllt innerlich, was ich natürlich nie vergessen habe. Und später habe ich dann erst habe ich gar nicht darüber gesprochen und später habe ich dann mal gesagt, Billy, wie sieht eigentlich Quetzal aus? Ist der weißhaarig? Nein, hat er gesagt. Quetzal ist dunkelhaarig. Und dann sagt er, warum fragst du? Da sage ich, das und das ist da und da in der Nacht damals. Und da hat er gelacht und hat gesagt, das war Ptah. Ach, das ist nur eines von vielen anderen.